Hallöchen, ich bin wieder zurück. Tut mir leid, ich hatte eine etwas längere Pause nötig. Viele von euch haben mitbekommen, dass wir am letzten Wochenende den riesigen Bastel- und Koffermarkt zum 13. Mal gemacht haben. Es war absolut genial. Wir hatten so viele Leute, tolle Aussteller, tolle Produkte. Die Kinder und die Eltern haben ein Wochenende lang wirklich gebastelt, was das Zeug hielt. Einiges war ausverkauft. Und jetzt im Moment war ich eigentlich gerade dran und habe versucht, meinen Keller, meine Garage, mein Haus, den Laden wieder ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Aber irgendwie fand ich, es wäre doch jetzt besser, ein Video zu machen, weil das Aufräumen gerade nicht so mein Ding ist. Auf jeden Fall, wenn ihr Lust habt, dabei zu sein, nächstes Jahr wird es ein anderes Datum sein, der 11. und der 12. November wird es dann sein, das Wochenende. Wir sind wieder vorgebucht. Viele Aussteller haben auch schon einen Tisch reserviert. Wenn ihr dabei sein wollt, entweder als Besucher oder wenn ihr sagt, ich möchte meine Sachen, die ich selber mache, ausstellen, meldet euch doch bei mir. Die Plätze, die ich noch habe, vergebe ich gern. Aber jetzt zu diesen kleinen Tannenbaumprojekten, die ich heute vorhabe. Ich möchte noch einen kleinen Tischschmuck machen. Und ich habe mir aus dem Laden drei verschiedene so Styroporkegel geholt, in drei verschiedenen Größen. Das ist einmal 12 cm, einmal 21 und dann haben wir noch einen 28er, der ist ziemlich groß. Ihr könnt, wenn ihr solche nicht dabei habt zu Hause, könnt ihr euch die auch aus ein bisschen Pappe oder, ja nein, Papier ist schlecht, aber Pappe wäre gut, könnt ihr euch die selber machen, ein Netz zeichnen und die dann zusammenkleben. Ich werde euch die nachher noch verlinken und mach gleich eine Aktion jetzt vor Weihnachten noch online. Dann könnt ihr die noch ein bisschen günstiger haben, obwohl sie sind jetzt schon relativ günstig. Dann braucht ihr Farben eurer Wahl. Ich habe jetzt da einfach aus meiner Box ein paar Wollen genommen, die brauche ich normalerweise zum Häkeln, ist Häkelwolle. Ihr könnt aber auch ganz, ganz dünne Fäden benutzen. Ihr könnt das mischen, dicke und dünne Fäden. Ich habe sogar noch Satteiband, das ich mal verwenden möchte dafür. Dann habe ich vorher in einer Schachtel so ein Dekoband gefunden und schaue, ob ich das auch gleich verwenden kann. Ihr braucht etwas Haushaltsfolie. Oder falls ihr alte Plastiktüten habt, bevor ihr sie wegwerft, verwendet sie noch für so ein Projekt. Wenn ihr mögt, ein paar Nadeln, obwohl das ist optional, dann braucht ihr etwas Leim, so einen Weißleim, der durchsichtig auftrocknet. Danach, ich werde ihn noch, er ist schon ziemlich dünn, dieser hier, ich werde ihn noch etwas mehr verdünnen, weil wir wirklich relativ wenig Material brauchen. Irgendeinen breiten Pinsel am besten, wird am einfachsten. Ich habe mir noch eine Schere vorbereitet und, wie könnte es anders sein, eine meiner Lieblingszutaten, wenn ich bastle, meine wunderbare Glitzerbox, weil ich möchte die Bäume, wenn sie dann fertig sind, gleich noch etwas dekorieren. Unsere Technik, die wir heute verwenden, ist wirklich super einfach und ich bin sicher, viele von euch kennen das noch aus der Schule, dass sie es das gemacht haben. Wir werden einfach die Bäume mit Folie einfassen und die Wolle darum, wild darum wickeln, dann mit Bastelkleber einstreichen, genau, einbetonieren wollte ich gerade sagen. Und dann trocknen lassen. Aus die Maus. Das geht ruckzuck. Ich lasse euch einfach zuschauen. Ich glaube, es gibt nichts Besonderes zu beachten, außer dass ihr versucht, das Ganze nicht an euren Tisch festzupappen. Viel Spaß!
die Bäume sind fertig, beziehungsweise sie sind trocken. Habe sie heute Nachmittag einfach ein bisschen an der Sonne gelassen. Jetzt schaue ich mal, wie gut ich sie runterbekomme. Am besten zuerst da oben alles entfernen. Dann halte ich das da ein bisschen fest und versuche es zu drehen. Ich habe mir da unten ein Stück Faden nach unten gezogen, das war nicht so geschickt. So, jetzt drehe ich. Ich halte oben fest, habe das jetzt nur rausgedreht und es kommt schon. Ihr seht, ich habe da auch noch ein bisschen beglittert. Das macht ihr immer in den nassen Leim. Und jetzt ganz vorsichtig drehend die Folie entfernen. Dann kann das Ganze dann über Nacht bestimmt noch fertig trocknen. Nicht zu stark zudrücken jetzt. Ich ziehe einfach ein bisschen, bis das Ganze da rauskommt. Das ist ein gutes Zeichen, es hat funktioniert. Und jetzt einfach ein bisschen noch mit Gefühl. Dann kommt nachher schon unser bester Teil, nämlich das Bekleben mit unseren Glitzersternen. Seht ihr? Sieht doch total cool aus. Mir gefällt das sehr. Jetzt könnt ihr dann selber entscheiden, ob euch das da oben stört. Ich möchte eigentlich da noch etwas Glitzeriges oben an die Spitze kleben. Oder jetzt hier ist der Faden etwas lose. Das könnt ihr auch noch schneiden, obwohl, wenn ihr es nachher hinstellt, merkt man das praktisch nicht mehr. Ich werde jetzt mal alle Hüllen runternehmen und dann das Ganze noch bekleben. Okay, ich bin ganz ehrlich mit euch. Der Plan war jetzt, nach dem Heraussuchen der Glitzersteine, dass ich die da entweder auf die Bäume draufklebe, das geht ja ganz einfach, oder eben oben zum Beispiel hier so einen Abschluss mache, indem ich sie so aneinander klebe. Und jetzt habe ich die Bäume angeschaut, nachdem ich fertig war, und sie gefallen mir so gut, wie sie sind. Ich werde es echt sein lassen. Ich bin selber überrascht, jetzt diese Farbkombination, die sieht so natürlich aus, mit dem bisschen Glimmer, das dran ist. Ich werde es sein lassen, ihr dürft euch aber da kräftig betätigen und rundherum alles beglitzern, was ihr haben möchtet. Ich schaue noch, ob ich vielleicht da oben was mache, aber ich glaube, das ist okay, so wie es ist. Es gefällt mir sehr. Ich werde das jetzt mal dekorieren und euch nachher zeigen, wie es am Schluss aussieht. Und hoffe, es macht euch Spaß. Bei dieser Bastelarbeit ist der Vorteil, dass ihr den ganzen Styroporkegel wieder und wieder und wieder und wieder benutzen könnt. Ihr könnt also bis Weihnachten jede Menge solcher Bäumchen machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich habe euch ein bisschen inspiriert. Es geht nicht mehr lange, noch 5 Wochen, dann ist Weihnachten. Tschüss!